Willkommen zurück zum 16. Part von Sacred Campania Underworld. Ich habe jetzt hier eine Rune erhalten, Flammenhaut. Sie hätte auch Set-Gegenstände vergeben, aber leider kein Set-Gegenstand, den ich gebrauchen kann. Ja, das wäre also soweit erledigt hier. Jetzt geht's hier entlang. Ja, dann unten durch und dann werde ich einen von den beiden mal anquatschen. Okay, dann schalte ich das Mikro wieder aus und bis nachher. Ihr seid schon tot? Ja, ich habe hier Klingsos Gürtel aufgelesen, den habe ich schon. Das ist das Stufe 50 und ich habe Stufe 65. Mental, Aue und Meditation 12,5,8 und hier habe ich 10,4,7. Nein, meines ist deutlich besser, schade. Kapuze wäre gut gewesen, die hätte ich gebraucht. Gürtel brauche ich nicht mehr. Nun ja, was soll's. Okay, dann kommt der nächste Auftrag, Spielstand von Quest. Zaloduk. Okrimduk wird vermisst. Sucht nördlich des Dorfes nach einer Spur. Mein Bruder Okrimduk ist vor 3 Tagen aufgebrochen, um nördlich von hier Holz zu sammeln. Ich wollte ihn davon abhalten, weil schon so viele Haduk von dort nicht zurückgekehrt sind. Ja, der Regionalzug da. Ich habe das Fenster offen.
lärmt ihn etwas. Sorry. Doch, oh weh, er ließ sich nicht beirren. Er ist verschwunden, geht nach Norden aus dem Dorf und sucht nach Hinweisen, die Aufschluss über sein Verschwinden geben könnten. Werdet ihr das tun? Ich denke, ich übernehme diese Mission. Aber klar doch. Verschollener Bruder. Nach Norden, nach Norden. Ist das... Ich bin hier. Der will da nach oben. Ne, dann gehe ich hier wieder zurück. Beim Hornussenschwarm ganz in die Nähe. Okay. Das sollte jetzt etwas leer sein hier. Noch in ein paar Erfahrungspunkte einsammeln hier. Oh, ich sehe es, der hat Dorf liegen lassen. Und wieder zurück. Okay. Oh, ich habe... Ja, gehen wir zurück. Die Spinnerlinge haben keine Chance mehr. Die wollen mich anspringen, aber sie verbrennen sich sofort, wenn sie in meine Nähe kommen. Ja, das ist der Zweck der Flammenhaut. Und immer wieder so ein Pilz, den ich nicht gesehen habe. Naja, es gibt ja dort meist nur Geld. Verpassen tue ich da nichts, wenn ich nicht jeden Pilz aufdecke. Also, vor Questübergabe. Und mal
Mal schauen. Es ist euch gelungen, eine Spur zu finden. Oh weh, es muss Okrimduk etwas Schreckliches zugestoßen sein. Oder ist es vielleicht gar nicht sein Blut? Welch grausiges Geschehen hat sich hier zugetragen? Ob er noch am Leben ist? Ja, dann machen wir gleich den nächsten. Der Seher Regloduk wird das Schicksal von Okrinduk aufklären können. Sucht ihn auf. Regloduk versteckt sich südöstlich von hier im Pilzwald vor den Dämonen. Er haust in einer kleinen Höhle, die schwer zu finden ist. Der Weg zu ihm ist voller Gefahren. Doch ihr solltet ihn auf euch nehmen, denn er ist der Weiseste, der Haduk. Gebt ihm Okrimduks Dolch, dann wird ihm eine Vision zeigen, was mit meinem Bruder geschehen ist. Werdet ihr euch auf den Weg zu ihm machen? Ich Natürlich. werde euch nicht enttäuschen. Der Seher. Oh, da waren wir doch. Das war doch mit dem verängstigten Kind und der verängstigten Mutter, genau. Dann geht's also nochmals hier entlang und noch was darunter. Okay, dann schalte ich mal bis dann wieder das Intro aus. Bis später. Regloduk, der Seher. Ich kann Okrimduks Präsenz spüren. Doch er ist an einem weit entfernten Ort, in einem Wald. Kleine Kreaturen halten ihn gefangen. Es wird schwer für euch werden, ihn zu befreien. Nehmt zur Belohnung, dass ihr mich meine Magie habt wirken lassen, diesen Heiltrank. Okay.
Okay, zwei starke Heiltränke. Oh, du hast auch noch einen Auftrag. Und den werden wir finden hier oben irgendwo. Irgendwo da, glaube ich, ist der irgendwo in diesem Gebiet. Der Reglodukon, wie er heißt. Dieses Gebiet werden wir hier oben dann von Purgatori aus erreichen. Das glaube ich das nächste nach Purgatori, das wir dort erledigen müssen. Ach ja, und von dort geht's glaube ich ganz da nach unten. Mit irgendeinem Teleporter würden wir irgendwo hier landen, glaube ich. Soviel ich weiß, und dann geht's dann irgendwann hier rüber. Okay, also Spielstände vor Quest mal wieder. Mal schauen, was er noch hat. Okrimduk ist im Wald der Nuknuk inhaftiert. Findet ihn. Die Nuknuk sind garstige kleine Kreaturen. Sie hassen alles Leben und werden euch angreifen, wenn ihr euch ihnen nähert. Das Waldgebiet, in dem sie leben, ist weit entfernt. Ihr werdet es nicht sofort erreichen können, aber ihr solltet euch wieder an diese Aufgabe erinnern, wenn ihr in ihren Wald gelangt. Werdet ihr dann versuchen, Okrimduk aus den Fängen der Nuknuk zu befreien? Aber geht klar davon aus, dass ich diesen Auftrag erfüllen werde. Ja. Befreien aus den Klauen der Nuknuk. Ja, genau. Hier oben. Das sind so ganz kleine, die Nuknuk. Und von diesen kleinen Viechern gibt's wirklich extrem gefährliche. Das sind beinahe meine Angstgegner in diesem Spiel. Das ist kein Witz, aber die sind wirklich extrem gefährlich dort. Da gibt's so einen Axtschleuderer, unter ihnen Boss oder mehrere Bosse, sind verteilt die Bosse, und die können wirklich mit einem Treffer das halbe Leben wegschlagen von meinem Magier, trotz Schutz und so weiter, und er hat eine unglaublich schnelle Angriffsgeschwindigkeit, also wenn er dort nicht sofort Heiltränke und Heiltränke trinkt. Ich habe das Gebiet nicht so gern gemacht dort oben. Ist nicht so mein Lieblingsgebiet. Gut. Aber dorthin kommen wir erst viel später, wenn wir wieder den Auftrag dann erhalten, in dieses Gebiet überhaupt zu gehen. Also, jetzt als nächstes geht's nochmal hier rüber. Und zwar zum wahren Krieger. Okay, und ich schalte das Mikro wieder aus. Bis später. Die anderen von mir. Ich hole dich später.
Ich werde euch nicht enttäuschen. Ja, also ich habe da etwas für mich laut gedacht. Das war an und für sich oder ist jetzt wieder ein Quest in der Questreihe, der wahre Krieger, und ich muss diesen Quest unbedingt lösen, sonst erhalte ich das Zauberbuch, das ich hier oben irgendwo dann am Schluss des Spiels erhalte, kurz vor dem Ende. Kann ich dieses Buch sonst nicht erhalten. Und da drüben muss ich noch einen Golem erschlagen, der gehört auch noch zu dieser Questreihe. Und hier gibt es irgendwo einen Dolch zu finden bei drei ominösen Magiern. Und dieser Dolch müssen wir unbedingt mitnehmen, auch wenn es wenn er am Boden liegt und man denkt, ja, das sei gewöhnliche Waffe, es ist ein ganz spezieller Dolch. Nur mit diesem Dolch können wir gegen diesen Golem hier drüben antreten. Nur mit diesem, ausschließlich mit dem können wir Schaden anrichten, sonst mit gar nichts, auch nicht mit Bogen oder Zauber oder weiß was, geht nicht. Er ist nur verletzlich mit diesem Dolch. Also, ich muss hier rauf, dann rechts und dann gleich links. Die gleiche auch damit hier. Die geben immer schöne Erfahrungspunkte. Und schon ist es aus mit euch.
auf. Hier. Ich kann die nicht mehr entsammeln, genau. Ich hab sie ja. Für einen wie euch bräuchte ich nicht einmal Magie. Aber mir macht es mehr Spaß. Ja. Spielstände für Questübergabe. Ah, die drei Kräuter. Ich bin überrascht. Du bist doch zu etwas zu gebrauchen. Aber insgesamt bist du noch etwas jämmerlich. Ein wahrer Kämpfer zu sein, ist eine Geisteshaltung. Damit fängt es an. Stelle deinen Geist, werde zielgerichtet. Doch das genügt nicht. Du brauchst die legendäre Waffe. Aber die ist verschollen. Im Wald der Nuk-Nuk. Suche sie und finde dich selbst. Dann zeige ich dir den Weg, ein wahrer Kämpfer zu werden. Also. Ja, hier werde ich nicht mehr neu laden. Ich glaube, hier halte ich sowieso nichts. Das war, wie erwähnt, hier im Nuk-Nuk-Wald irgendwo. Das ist nicht das hier. Der wahre Kämpfer-Quest hier, der auch nicht im Logbuch erscheint, der ist irgendwo hier unten.
Und dort müssen wir dann diesen sogenannten Dolch, die wahre Waffe ist also wirklich keine besondere Waffe, sondern eher eine extrem schwache, aber wie gesagt, es ist die einzige Waffe, mit der man den Golem im Dunkelelfengebiet schlagen kann. Wie erwähnt, das ist hier dies mit den Elfen. Oder was es auch immer, oder waren es Triaden? Triaden waren es, glaube ich, nicht Elfen, Triaden. Triadenwald hier. Also, jetzt, wie noch gehe ich vorwärts? Hier ist alles erledigt. Hier auch, hier oben war auch alles okay. Dieses Gebiet ist also wirklich fertig. Dann kehre ich, glaube ich, kurz nochmals ins Dorf zurück und verkaufe meine Ware. Und dann gehe ich hier nach unten und werde den Hauptquest jetzt endlich annehmen. Okay, ich schalte mal das Mikro wieder aus. Bis später. Thank you.
dankt mir für euren schnellen Tod. Zeit auszumisten. Ich bin wahrhaftig gut. Wenn es hier jemand wagen sollte, mich zu berühren, werde ich die Person auf der Stelle, mit der Kunst der Diplomatie beglücken. Zauberer-Diplomatie.
mein Auftraggeber mir korrekte Informationen gegeben hat, müsste just hier das Zielgebiet sein. Endlich wieder eine Ortschaft, in der ich mich ohne Bedenken auf einen Stuhl setzen kann, ohne mich neu einkleiden zu müssen. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, dieses Schild. Zauber der Generation auf alle Fertigkeiten einen. Ne, ich behalte meinen Schild. Erdmagie brauche ich sowieso nicht. Flammenhaut wäre zwar gut. Feuerzauber habe ich eh nicht. Und 12, das kann ich gebrauchen. Den brauche ich nicht. Das auch nicht. Ich glaube, diesen Busch brauche ich sowieso nicht, aber ich habe den mal. Es passiert hier nichts, Busch. Nee, nee. Das ist auch so ein Gegenstand, bei dem ich nicht weiß, ob ich den vielleicht irgendwo brauchen könnte, aber ich glaube auch nicht, ne? Okay, dann gehen wir jetzt hier rauf zu unserem Hauptquest. Das Naduk-Dorf. Vor Quest. Tja. In die Minen müsst ihr. Tor dort drin, ganz tief. Den geheimen Eingang kenne ich. Keine Gefahr, keine Wächter. Soll Gagaduk mit Tor für euch aufmachen? Gut, gut. Kommen, hier lang. Geheimer Eingang dort. Ja. 4-4. Oh, da hat schön viel Lebenspunkte. Nicht nur 3-2. Mal schauen, ob ich dir ein Schild. Das Schwert wäre eigentlich auch nicht schlecht als Schutz. Sieht man hier. Erwartete Schutz 263. Mal schauen, ob du was tragen willst. Nee, nee. Doch, doch. Dank. Dank. Juhu. Beat, Beat. Okay. Jetzt mal schauen. Verteidigung 1046 und du hast. Jojo. Du für schön hohe Resistenz jetzt durch meinen Schild, den du von mir erhalten hast. Du musst ja nicht kämpfen. Und so viel ich weiß, wirst du auch nicht kämpfen. Aber du hast jetzt. Echt viel Schutz, wenn da irgendwelche Giftpflanzen da ihr Gift verstreuen. Ach ja, und da führt uns das Naduk-Dorf, das ist hier, genau. Da führt uns jetzt hier rauf. Wo hier? Also müssen wir die untere das untere Tor nehmen hier. Moment, mal kurz schauen nochmal zur Orientierung. Wie gehe ich da wieder auf?
über die Brücke, links über die Brücke und dann wieder mal schauen. Okay, ich schalte das Mikro wieder aus. Bis nachher. Was soll Gagaduk tun? Welcher Wahnsinn treibt euch denn an?
war ja viel zu leicht. Gaduk ist bereit. Ja, ich möchte das doch gerne noch etwas hinauszögern, dass ich eventuell noch ein Level aufsteigen könnte, bevor ich die Höhlen betrete. Ach, ja, Gagaduk hat den ja.
das ist, das für jedes Lösung brauche ich nicht. Okay. So. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Er sagt nichts. Gagaduk sagt hier nichts. Ich bin doch schon. Naja. Gibt hier noch ein paar Punkte. Gehe gleich noch mal links rauf, genau. Ja, das wär's. Also mehr mache ich nicht. Jetzt gehe ich wirklich zum Eingang. Ich glaube nicht, dass es wurde. Nee, das bringt nichts. Sonst müsste ich hier noch eine halbe Stunde rumspringen, bis ich ein Level aufsteige. Und so habe ich jetzt keine Lust mehr. Hier runter. Nicht kommt er mit mir rein, aber so viel ich weiß, bleibt er doch stehen irgendwo. Und vielleicht will er doch mit mir reinkommen, zumindest hier. Gut, bleibst du draußen stehen. Ah, jetzt bleibt er stehen.
Ja. Jetzt sind wir hier. Okay, Gagaduk. Langsam, ihr. Hier hausen Skrak, der Subkari. Nur wenn Skrak tot durchs Tor ihr gehen könnt. Ja, danke doch für die Mitteilung. Also. Ich sehe hier unten schon jede Menge Dämonen, aber ich sehe nicht, wie stark das sie sind. Das hat hier auch noch Platz. Och ja. Aber ich werde jetzt hier mal die Aufnahme beenden. Ist über 70 Minuten hat sie gedauert und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder, wenn ich hier durch die Höhlen streife. Bis dann vielleicht.